Was machen Sie da? Also Crystal Meth. Einige kennen wahrscheinlich unsere Drogenbeauftragte Marlene Mortler noch nicht. Hier auf meinem Kanal Fantastic Life bekommt ihr jetzt gleich ein Best-of von ihr zu sehen. Schreibt mir nach dem Video doch gerne eure Meinung in die Kommentare. Und teilt dieses Video auch gerne mit euren Freunden. Für mich ist es einfach unfassbar, wie so eine Person in einem solchen Amt sein kann. Sowas will ich und bestimmt auch viele andere in der Zukunft nicht mehr sehen. Unser Land braucht dringend kompetente Politiker. Und das hier ist für mich persönlich das beste Beispiel, was falsch läuft. Nun ja, genug mit dem Gequatsche. Seht es euch einfach an. Oder es gibt auch Kriminalbeamte, die sich hier eingesetzt haben, den Markt Cannabis zu entkriminalisieren, den Dealern das Handwerk zu legen und denen, die die Stoffe hier illegal ins Land bringen. Wenn Sie sagen, das ist verboten, punktum, man könnte auch basta sagen, dann hat das natürlich noch keine argumentative Kraft. Also ich habe bestimmt schon mehr gesagt zum Thema, außer einen Ganz Satz sicher. Und Punkt. Erstens, Cannabis ist ja oder gilt in allen Mitgliedstaaten Europas als illegal. Jetzt aber zu den Befürwortern nochmal und den Gegnern. Ich denke, dass es weniger Befürworter gibt, als Sie glauben. Es sind immer wieder die gleichen, die das fordern. Sie sagen, 5 Punkte stehen auf Ihrer Liste. Gehört ja. Spielsucht mit dazu oder Computerabhängigkeit? Online-Sucht, ja, gehört Online-Sucht. Dazu. Ja. Gehört dazu? Ja. Was machen Sie da? Also Crystal Meth. Nach der Veranstaltung konfrontieren wir Sie mit unseren Rechercheergebnissen. Mir haben Jugendliche in Hamburg gesagt, es ist für sie einfacher, an Gras zu kommen als an Wodka, weil Wodka stark kontrolliert wird. Und das Gras, was sie bekommen, da wissen sie nicht, was drin ist, was für einen Wirkungsgrad das hat, ob es gestreckt ist. Das kommt aus kriminellen teilweise Händen. Das ist doch auch nicht das, was wir wollen. Oder? Ja, aber niemand sagt den Jugendlichen, dass sie sich illegale Drogen besorgen sollen. Aber die machen ja? das doch. Wenn ich nicht weiß, was drin ist, dann kann ich das auch nicht kontrollieren. Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Wie können Sie dann immer noch sagen, wir müssen das illegal halten? Der Kampf gegen Cannabis ist nicht verloren. Man tut, als ob das ganze Land mit Cannabis überzogen werde. Und Alkohol, wissen Sie, ist ein Suchtmittel aus unserer Kulturgeschichte. Cannabis ist es nicht. Wenn es was bringen würde, würden wir ja feststellen, dass die Zahlen der Cannabiskonsumenten sinken. Es verschwindet total viele Steuergelder, die man in die Aufklärung, in die Prävention stecken könnte. Das war jetzt ein Polizist. Ich habe mit ganz vielen Polizisten geredet. Und ich habe mit keinem Polizisten bisher gesprochen, der zu mir gesagt hat, wir wollen das nicht mehr leisten, wir können das nicht mehr leisten. Gut, aber es gibt ja auch Polizeigewerkschaften, die sich darüber beschweren. Es gibt die Strafrechtsprofessoren des Schildauer Kreis, der sagt, dass die Drogenpolitik gescheitert ist. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, die wenig bringt, sagen die ja im Endeffekt. Und ich sage, Spielregeln müssen sein. Und die Strafrechtsprofessoren haben das Strafrecht im Blick. Ich habe die Gesundheit im Blick. Dieser ganze Schwarzmarkt ist nicht schön. Die wollen einen ködern. Man will Gras kaufen. Ich habe momentan kein Gras, aber du kriegst dafür ein Stück Heroin geschenkt. Was will ich mit Heroin? Wenn ich jetzt mich entschließe und sage, ich will unbedingt konsumieren und bewege mich dann Richtung Schwarzmarkt, dann muss ich wissen, auf welches Risiko ich mich einlasse. Gerade wenn man sich jetzt auch noch anschaut, dass es im Rest der Welt ja auch scheinbar funktioniert, in genug Ländern legal Cannabis abzugeben, ohne dass Sodom und Gomorra entsteht. Das ist ja schon ein Argument, oder? Es ist eine absolute Einzelmeinung. Und wenn ich die Mehrheit in unserer Bevölkerung frage, dann wird die mit Sicherheit auch sagen, Cannabis als Medizin ja, Cannabis im Just for fun? Nein. Das kann ich so machen bei Ihnen. ich glaube, Sie haben doch jetzt gemerkt, dass ich nicht jedem Zeitgeist hinterherlaufe. Und für mich ist das so eine Lifestyle- und Zeitgeistbewegung. Oh Mann. Peon fragt, wird Deutschland von der portugiesischen Erfahrung profitieren wollen? Welche portugiesische Erfahrung? Meinst du jetzt Fußball oder was? Nee, Portugal hat doch die Drogen entkriminalisiert oder jedenfalls Marihuana. Also von Portugal ist mir das nicht bekannt. Ich war jetzt mehrfach mit den portugiesischen Kollegen zusammen. Seit ein paar Jahren schon. Da muss ich jetzt passen. Ich weiß nicht, wie intensiv, in welchem Rahmen, da muss ich jetzt wirklich passen. Aufgesetzt. Seit dem Rauchen ab 18 ist, stelle ich mir täglich diese Frage. Also jetzt nochmal. Also Rauchen ist ab 18 freigegeben. Ja, ja. Warum nicht Alkohol ab 18? Warum? Das ist eine gute Frage. Weiter.
Markus, warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? 100.000 gegen 0 Tote im Jahr. Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt. Sollte man ja legalisieren. Ich will nicht, dass sie automatisch legalisiert wird. Wir halten uns an die Konvention, die wir 1961 schon unterschrieben. Ich hinterfrage immer wieder mein eigenes Handeln und Denken. Fahre ich noch in die richtige Richtung? Ich bin laufend im Gespräch mit Suchthilfeeinrichtungen. Ich bin laufend im Gespräch mit der Polizei. Was meint ihr? Sollen wir hier lockern in Richtung Legalisierung? Ich habe noch keine Stimme gefunden, die hier Ja gesagt hat. Frau Kollegin, der Abgeordnete Ströble wünscht eine Zwischenfrage. Mögen Sie die zulassen? International genießt unsere Und das war's an dieser Stelle. Mehr als What the fuck kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Falls ihr weitere Videos dieser Art nicht verpassen wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal Fantastic Life. Haut rein und noch einen schönen Tag.